Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wir testen zusammen MyProtein-Produkte und zum Anfang habe ich direkt hier Pop Rolls. So etwas in der Art habe ich noch nie gegessen. Das sind wie so eine Art kleine Proteinriegel mit einer Karamellfüllung. Ich bin echt mal gespannt, wie die schmecken werden. Fangen wir direkt hier einmal mit der Schokolade-Karamell-Geschmacksrichtung an. Wir haben jetzt pro Ding 94 Kalorien mit 2,1 Gramm Fett, 9,7 Gramm Carbs, davon 1,1 Gramm Zucker und 7,8 Gramm Protein, fast 8 Gramm. Generell die Zutaten stehen hier hinten jetzt nur in Englisch drauf. Ich weiß nicht, ob die das Produkt noch nicht so lange hier in Deutschland haben, warum das jetzt nicht auf Deutsch dasteht, aber sind eigentlich relativ standardmäßige Zutaten für einen Proteinriegel. Gott, wie süß! Die sehen jetzt so aus, die sind ja mini, also es sind zwar nur 27 Gramm, aber ich habe mir die irgendwie durch die Verpackung jetzt ein bisschen größer vorgestellt gehabt, dass die halt relativ so lang wie die Verpackung sind, aber die sind ja echt mini. Also zum Vergleich, so ein Ding passt perfekt jetzt hier in meine Hand rein, also die sind wirklich klein. Schauen wir mal, wie die schmecken. So sehen die jetzt aus, mit so einer Schokoladenschicht überzogen und wirklich relativ klein. Mhm. Die sind schon ein bisschen fester und zäher von der Konsistenz. Man muss ein bisschen mehr drauf rumkauen. Und die haben schon sehr starken Protein-Eigengeschmack. Innen drin sieht man so ein bisschen diese Karamellfüllung. Und außenrum ist halt diese typische Proteinmasse und dann die Schokolade. Man schmeckt schon extrem diesen Proteingeschmack. Irgendwie habe ich nur anhand des Bildes irgendwas Geileres vorgestellt gehabt. Die schmecken jetzt in Ordnung, aber ich glaube, kaufen würde ich mir die nicht nochmal. Mal schauen, vielleicht überzeugt diese Salted Caramel Richtung jetzt ein bisschen mehr. Wir haben hier auch wieder 27 Gramm pro Ding, 95 Kalorien mit 2,1 Gramm Fett, 10 Gramm Carbs, davon 1,2 Gramm Zucker und 7,8 Gramm Protein. Und hier auch wieder das gleiche Nährwert, das sind einmal komplett in Englisch drauf, also genauso wie beim anderen. Und von der Verpackung sehen die jetzt auch wieder komplett identisch aus, nur eben, dass die so ein bisschen orange sind mit Salted Caramel, nicht mit Schokolade. Hey! Aber von außen sehen die ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir hier so eine bisschen goldenere Farbe. Also soll auch wieder mit Schokolade überzogen sein. Aber hier ist es jetzt heller wie bei dem anderen. Damit man nochmal den Vergleich sieht, das ist jetzt Salted Caramel und das ist Chocolate Caramel. Also schon ein guter Farbunterschied. Also es hat auf jeden Fall eine richtige Salted Caramel Note. Aber auch hier ist es wieder so ein bisschen zäher und diese typische Proteinmasse, die man kennt, wo man so ein bisschen mehr drauf rumkauen muss. Innen drin haben wir jetzt auch wieder diesen Karamellkern, außenrum halt diese Proteinschicht und von außen die Schokolade. Also dieser Salted Caramel Geschmack ist an sich ganz nice. Ich finde den sogar einen Ticken besser, weil der ein bisschen besonderer ist, aber auch hier ist deutlich bessere Proteinriegel mittlerweile. Generell auch die Layered Bars von MyProtein finde ich deutlich besser. Die sahen geil aus, würde ich mir persönlich aber nicht nochmal holen, weil dafür sind die relativ klein mit 100 Kalorien. Dann würde ich lieber einen großen Proteinriegel essen, anstatt zwei von diesen Dingern. Könnt mir aber in die Kommentare schreiben, ob ihr die schon mal probiert habt oder ob ihr so Pop Rolls kennt. Ehrlich gesagt haben die mich ein bisschen enttäuscht, leider. Kommen wir zu dem nächsten Produkt und zwar dem Breakfast Layered Bar in der Salted Caramel Geschmacksrichtung. Das ist so eine Mischung aus Energie- und Proteinriegel. Wir haben jetzt 60 Gramm pro Bar mit 253 Kalorien, 13 Gramm Fett, 19 Gramm Carbs, davon 3,2 Gramm Zucker und 16 Gramm Eiweiß. Zutaten stehen jetzt hier auf mehreren Sprachen da, auch auf Deutsch. Und zwar haben wir als Süßungsmittel Maltit, dann eine Proteinmischung, weißer Überzug, dann noch Molkenpulver, Emulgatoren, Erdnüsse, Mandeln, brauner Zucker, armer Karamell, Rapsöl ist auch drin, Honig, gerösteter Buchweizen, Erdnussbutter, Ahornsirup, Salz, karamellisierter Zuckersirup, also wirklich einige Sachen, wo man aufpassen muss. Also gerade was Nüsse und sowas angeht, wenn ihr da Allergien habt, solltet ihr da wirklich aufpassen. Das ist doch schon wieder eine bessere Größe jetzt. Also das sieht wie ein relativ standardmäßiger Proteinriegel aus von MyProtein. Verpackung ist an sich ganz hübsch und mal gucken, ob der Riegel dann auch wirklich so aussieht, wie es hier auf der Verpackung drauf ist. Ach ja, also von außen kommt es doch schon relativ nah dran. Den mit weißer Schokolade überzogen und da sind so ein paar Nussstückchen oben drauf. Also vom Aussehen ist der wirklich eigentlich ganz hübsch. Die Nüsse schmeckt man beim ersten bisschen extrem direkt. Mhm. Also man muss auch hier wieder deutlich mehr drauf rumkauen. Und dann schmeckt so eine Mischung aus dieser typischen Proteinmasse und Nüssen. Ich glaube, von innen kann man es auch ganz gut erkennen. Hier sind so richtig große Nussstücke und alles mit drin. Und hier oben ist eher so diese Proteinmasse. Schmeckt an sich wirklich eher wie so ein Energieriegel mit bisschen mehr Protein. Nicht wie ein klassischer Proteinriegel. Mhm. Aber an sich nicht schlecht. Wäre aber nichts, was ich jeden Tag jetzt essen könnte. Also für so ab und zu ist es, glaube ich, echt mal ganz nice. Aber da liebe ich die klassischen Proteinriegel wirklich mehr. Wenn ich Proteinriegel von MyProtein manchmal ein bisschen zu süß sind und eher so diese nussigen Sachen mögt, dann schaut euch mal diesen Breakfast-Riegel an, weil der einfach mit mehr Nüssen besser schmeckt. Aber der soll ja noch Salted Caramel schmecken. Und
Ich persönlich finde, der schmeckt nicht krass nach gesalzenem Karamell. Man merkt eher diese Proteinkomponente mit den Nüssen, aber gar nicht so irgendwie krass was Karamelliges. Das Salzige natürlich durch die Nüsse. So eine Mini-Karamellnote, aber ich finde, der könnte mir persönlich noch ein bisschen mehr nach Salted Caramel schmecken. Aber an sich ist er auf jeden Fall in Ordnung. Ob ich mir den aber nochmal bestellen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür schmeckt er mir nicht gut genug und da mag ich andere Proteinriegel lieber. Nicht wundern, dass ich ein bisschen anders aussehe. Ich drehe nicht alles an einem Tag. Das wäre viel zu viel, was ich an einem Tag testen würde. Deswegen ist heute ein anderer Tag. Wir testen den Extra Cookie in der Double Choc Chip Geschmacksrichtung. Ich glaube, den gibt es auch nur in dieser Geschmacksrichtung, weil der 38 Gramm Protein hat. Es gibt generell aber einige Cookies von MyProtein. Die habe ich jetzt nicht hier zu Hause. Die kenne ich aber schon. Die normalen schmecken im Endeffekt relativ nach Protein. Die gefüllten, die Double Chocolate, finde ich da leckerer als die normalen Cookies. Die haben immer so eine unterschiedliche Füllung mit Schokolade oder Karamell. Da finde ich die ganz klassischen mit Schokolade am besten. Dann die mit Karamell und dann kommt die Triple Chocolate Geschmacksrichtung. Wir testen jetzt heute aber den. Wir haben für diesen ganzen Cookie 75 Gramm. Der hat 321 Kalorien mit 9,9 Gramm Fett, 20 Gramm Carbs und davon sind 7,3 Gramm Zucker und wie gesagt 38 Gramm Protein. Da stehen die Nährwerte und alles jetzt auch wieder nur auf Englisch drauf. Wir haben hier aber drin Milchprotein, dann auch wieder Gelatine, Palmöl, was ich nicht so cool finde. Also ich finde, in so einen Protein-Cookie muss eigentlich kein Palmöl rein. Chocolate Chips, Sojaprotein, Zucker, fettreduziertes Kakaopulver, Mehl, diese ganzen Stabilisatoren, Salz, dann ist es mit Sucralose gesüßt und das waren auch eigentlich schon die ganzen Zutaten. Der sieht jetzt nicht so wirklich spannend aus, also wie so ein typischer Cookie. Ist auch relativ schwer für die 75 Gramm und so kleine Mini-Chocolate-Chip-Stückchen sieht man auch hier oben drauf. Also man muss schon echt extrem auf dem rumkauen und der hat einen ziemlichen Proteingeschmack. Ich nehme jetzt hier nochmal so ein Stückchen mit einem Chocolate-Chip drin. Also das Stückchen mit dem Chocolate Chip innen drin hat besser geschmeckt, aber das ist schon ziemlich trocken und man muss fest drauf rumkauen. Mit einem leckeren, richtigen Cookie hat es nicht wirklich was zu tun. Man schmeckt diese Proteinmasse schon extrem raus. Schokoladengeschmack ist an sich ganz gut, aber der Nachgeschmack, da merkt man schon ziemlich diese Sucralose. Es ist schon sehr süß, aber dafür dann gar nicht so schokoladig. Ich bin ehrlich, für diese 320 Kalorien, was man hier drin hat, würde ich den nicht essen. Dann würde ich lieber einen Proteinriegel oder was anderes essen. Porridge mit Proteinpulver, den würde ich mir nicht nochmal holen. Wenn dann, wie gesagt, eher diese normalen Double Choc Cookies, die finde ich besser. Der hier hat halt dafür relativ viel Eiweiß. Also 38 Gramm ist schon relativ viel, aber wenn der einen geschmacklich nicht abholt, würde ich lieber die Kalorien für was anderes verwenden. Wir testen jetzt die nächsten MyProtein-Produkte. Und zwar habe ich heute hier die Crispy Wafer. Da sind zwei von so Waffelstückchen jeweils drin mit 15 Gramm Eiweiß insgesamt. Was ich schon mal echt top finde, dass nicht eine große Waffel drin ist, sondern zwei von diesen kleinen Dingern. Wir testen jetzt gleich hier in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich habe vier Stück jetzt insgesamt hier. Was aber bei jeder Waffel gleich ist, wir haben oben so eine typische Waffelschicht mit so ein bisschen Schokolade. Dann haben wir innen drin so eine wahrscheinlich Cremefüllung und sind die Waffeln mit Schokolade überzogen. Also nur vom Aussehen her, finde ich, sehen die schon echt top aus. Mal gucken, wie die dann schmecken werden. Wir haben jetzt insgesamt für diese zwei Waffeln 42 Gramm. Die Nährwerte stehen mal wieder nur auf Englisch da. Wir haben hauptsächlich auch wieder hier Milchprotein, Mehl, Palmöl leider auch wieder, Zucker, Fructose, Kakaobutter. Also auch wieder relativ Standard-Sachen, die da drin sind. Für diese zwei Waffeln haben wir jetzt insgesamt 195 Kalorien mit 9 Gramm Fett, 13 Gramm Carb und wie gesagt 15 Gramm Eiweiß. Wenn man nur so eine von diesen Waffeln essen würde, hätte man nur knapp 100 Kalorien. Das finde ich echt top, weil es ein guter Snack für zwischendurch ist. Wird, denke ich, wahrscheinlich nicht an so einen Hanuta oder Knoppers reinkommen, aber wenn es nur halb so gut schmeckt, wäre es ja auch schon mal was. Die erste Waffe, die ich jetzt hier habe, ist in der Chocolate-Geschmacksrichtung. Also Schokolade kann ja wirklich eigentlich nur gut schmecken. Oh krass. Okay, damit habe ich gerade nicht gerechnet, aber die schmeckt richtig gut. Also ich finde, da schmeckt man gar nicht so krass den Proteingeschmack raus. Die schmeckt ein bisschen gesünder wie so ein Knoppers, aber mega lecker. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte, wie bei den anderen Produkten, die ich schon getestet habe, dass man diesen Proteingeschmack deutlich mehr rausschmeckt. Vor allem dadurch, dass man da unten jetzt nochmal so eine Schokoschicht hat, gibt es nochmal so einen anderen Touch. Wenn es nur die Waffel hätte, würde es nicht so gut schmecken. Aber durch diese Schokoschicht da unten, mega lecker. Kommen wir direkt zur zweiten Sorte. Und zwar habe ich hier die Waffel in der Choc-Hazelnut-Geschmacksrichtung. Die sieht von außen
sehen auch wieder relativ ähnlich aus. Wir haben die Waffeln mit so ein bisschen Schokolade, dann von innen Waffel und wieder mit so ein bisschen einer Füllung und von unten nochmal Schokolade. Ich schätze mal, von den Zutaten dürfte es relativ ähnlich wieder sein. Auf den ersten Blick genau gleich wieder. Milchprotein, wieder Mehl, auch wieder Palmöl, Zucker, Fructose, Kakaomasse, Kakaobutter. Und von Kalorien sind wir wieder für die zwei Waffeln bei 197 Kalorien, 9,3 Gramm Fett, 13 Gramm Carbs und auch wieder 15 Gramm. Minimal mehr Kalorien, minimal mehr Fett. Hier schmeckt man, finde ich, diesen Proteingeschmack ein bisschen mehr raus und die schmeckt sehr süß. Man schmeckt auch das Haselnussige, aber da hat mir die andere besser geschmeckt. Also Chocolate klassisch besser wie die. Wenn man auf Haselnuss steht, kann das auch lecker sein, aber mir ist die schon fast ein Ticken zu süß. Und wenn ich sage, dass das süß schmeckt, dann ist das wirklich süß, weil ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile. Ich mag süße Sachen sehr gerne, aber irgendwas an dem Nachgeschmack stört mich so ein bisschen. Mal gucken, ob die dritte Geschmacksrichtung mich jetzt wieder mehr überzeugt. Und zwar haben wir die hier in der Cookies and Cream Geschmacksrichtung. Auch wieder 41 Gramm für diese zwei Waffeln. Milchprotein mit drin, wieder Mehl, Palmöl, Zucker, Fructose, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse. Wieder genau das gleiche. Und da sehen wir mal 197 Kalorien mit 9,4 Gramm Fett, 13 Gramm Carbs und nochmal 15 Gramm Eiweiß. Von Nährwerten und allem geben die sich nicht viel. Die Waffel sieht jetzt wieder relativ ähnlich zu der zweiten Waffel aus. Also auch wieder so eine helle Waffel von oben mit so ein bisschen Schokolade überzogen. Von innen haben wir wieder die Waffel mit so einer Füllung und unten wieder Schokolade. Die ist auch wieder ein bisschen süßer. Die würde ich von dem Süßheitslevel relativ zu der mit Choc Hazelnut machen. Da hat mir aber vom Geschmack irgendwie die in Choc Hazelnut besser geschmeckt. Ich weiß nicht warum, aber Cookies and Cream schmeckt so ein bisschen milchig, bisschen cookie-mäßig, aber gar nicht so extrem. Nee, Chocolate bleibt bis jetzt für mich auf der Nummer 1. Wir haben aber noch eine vierte Geschmacksrichtung, die, glaube ich, richtig lecker schmecken kann. Und zwar Peanut Butter. Ich glaube, diese Richtung wird man entweder lieben oder hassen. Wir haben auch wieder 41 Gramm für diese zwei Waffeln. Auch wieder Milchprotein, Mehl, Palmöl, Zucker, Fructose, Kakaobutter. Genau das gleiche wieder. Diesmal haben wir aber 198 Kalorien mit 9,4 Gramm Fett, dann 13 Gramm Carbs und auch wieder 15 Gramm Eiweiß. Von außen sieht die jetzt auch eigentlich wieder aus wie die zweite und dritte Waffel. Mit so einer hellen Waffel, bisschen Schokolade überzogen. Von innen haben wir wieder diese Waffeln mit der Masse und unten wieder Schokolade. Also die Waffel schmeckt gut. Die ist auch nicht so süß wie die anderen beiden, also wie die zweite und dritte Waffel. Bei mir fehlt ein bisschen der Peanut-Geschmack. Also ich finde die Waffel lecker. Ich glaube, ich würde die auf meinen Platz 2 machen. Platz 1 bleibt Schokolade, da kommt nichts dran vorbei. Hier auf den zweiten Platz. Aber die schmeckt gar nicht so krass nach Peanut. Ich finde sie lecker, weil sie nicht so süß ist wie die anderen beiden. Aber wenn man mir die Waffel jetzt nur so gegeben hätte, ohne die Geschmacksrichtung zu nennen, dass das Peanut Butter sein soll, wäre ich da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Also ich finde, da hätten die noch ein bisschen mehr diesen Peanut-Geschmack machen können, weil der nicht wirklich da ist, beziehungsweise so dezent, dass man ihn fast gar nicht schmeckt. Aber dadurch, dass die nicht ganz so süß ist wie die beiden mittleren Waffeln, finde ich die einen Ticken lecker. Weil die anderen beiden Waffeln sind mir persönlich vom Nachgeschmack schon einen Ticken so süß. Und das waren die vier Geschmacksrichtungen, die ich getestet habe. Also die Schokoladenwaffel würde ich mir, glaube ich, sogar wirklich nochmal holen. Die Peanut-Butter-Waffel eventuell. Aber die anderen beiden würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Also wenn ich Lust auf so eine Waffel hätte, dann wirklich im Schokoladengeschmack, das ist so das Klassischste. Damit kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Hätte ich echt nicht gedacht. Also die Waffeln jetzt zum Ende haben mich wirklich nochmal positiv überrascht. Und das waren jetzt auch die ganzen Snacks, die ich für das Video getestet habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch einen Teil 2 von dem Video haben wollt. Es gibt nämlich noch einige Snacks, die MyProtein hat, die ich jetzt nicht getestet habe. Oder ob ihr das euch von einer anderen Marke noch wünscht, wo ich irgendwelche Snacks oder Proteinprodukte testen soll. Was ich für mich jetzt auf jeden Fall abschließend sagen kann, ich bin definitiv eher ein Proteinriegelmensch. Diese ganzen Proteinsnacks, die man kaufen kann, finde ich, sind in Ordnung, wenn man eine bisschen gesündere, proteinreichere Alternative zu normalen Snacks haben will. Aber wenn ich wirklich Lust auf Schokolade oder ein Cookie oder sowas habe, dann würde ich mir auch das Normale mit Zucker gönnen und jetzt nicht auf so eine Proteinalternative zurückgreifen, weil mir persönlich es dann einfach nicht gut genug schmeckt und mein Craving auf das Süße dann dadurch nicht gestillt werden würde. Diese Waffeln fand ich gut. Breakfast war in Ordnung, den könnte man sich eventuell nochmal holen, aber die anderen Sachen würde ich mir persönlich jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich dafür dann normale Proteinriegel deutlich mehr und lieber esse. Und wie gesagt, wenn ich wirklich mal ein Craving auf was Süßes habe, dann gönne ich mir das auch. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche von diesen Snacks schon getestet habt oder ob ihr sagt, nee, ihr bleibt auch bei Proteinriegel oder ob ihr generell sagt, nee, sowas ist generell nichts für euch, so Proteinsachen braucht man nicht. Ich esse lieber nur unverarbeitete Lebensmittel oder wenn ich mal was Ungesundes, Süßes esse, dann gönne ich mir auch die normalen Sachen, die Zucker haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann lasst mir gerne für dieses Video ein Like da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!